Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ach ja, die Mathilde ist auch dabei. Salut! Und ich brauche noch für die Futterkrippe. Grippe. 100 Holz. Für die Futtergrippe. Ja, genau. Darum bin ich hier gerade noch am Holzhacken. So, ah, mein Tempel ist fertig. Tada! Was kann ich jetzt Schönes noch herstellen? Mithranische Gamaschen, mithranische Tunika und eine Statue der Erfrischung. Oh, das. Hier sind ja Leute. Eine Mithra. Oh, das ist viel schöner als so ein Duverbrunnen. Ich brauche nur noch zwei schwellende Essenz dafür, dann kann ich die bauen. Eine Mithra nachgebildete Statue, die Wasser spendet. Oh! Alter, die hat mir aber einen gegeben. So, und was ja letzte Folge war, ist es mir ein bisschen peinlich, wo kommt Ter her? Wir haben es, glaube ich, schon in einer der allerersten Folgen festgestellt. Überraschung, Ter fällt als Nebenprodukt bei der Gerberei an. Und dementsprechend viel haben wir schon davon. Ta-da-da-da. Ach ja, da war was. Deswegen werde ich gleich schon mal ein bisschen Stahlfeuer in Auftrag geben, sobald ich den Schwefel gefunden habe. In der Schmiede. In der Schmiede, Schmiede, Schmiede. Welche? Hör auf zu singen. Die Rechte. Einfach schmieden, einfach schmieden. Genau, und da war ja irgendwo eine Schwefelhöhle in B5 oder sowas, keine Ahnung. Wollen wir nochmal versuchen, Sklaven zu jagen? Weil wir haben ja erst nur zwei. Können wir machen. Oh, hier ist tatsächlich noch ein abgründiges Auge. Meintest du nicht letzte Folge, dass du ein abgründiges Auge brauchst? Ja, so als Beispiel, weil hätten die Möglichkeit gehabt für Dolche. Aber du kannst doch so einfach Dolche bauen. Dolche. Willst du einen Kumpel mitnehmen? Ich wollte erstmal noch diesen Futtertrog bauen. Jetzt habe ich nur ganz vergessen, was ich noch brauche. Okay. Nicht, dass unsere Tierchen verhungern. Da habe ich keine Lust. Kann ich herstellen. Perfekt. Kann ich die Rohlederpeitsche nicht reparieren? Wie das denn nicht? Oder muss ich das in der komischen Werkbank machen? Ah. Du hast nicht das Wissen, um dieses Objekt zu reparieren. Vielleicht kann das ja der Heinrich für mich machen. Was brauche ich denn zum Reparieren? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht das Wissen, um das zu reparieren. Leder. Ah. Dann gib mir dein Ding. Das habe ich da schon reingelegt. Achso, das ist dann das hier. Wird soeben repariert. Und ich nehme mir ein schmackhaftes Festmahl mit. Die Futterkrippe, soll ich die hier gleich auf diesen Vorplatz? Oh. Wollen wir hier noch was bauen? Ja, oder da unten vielleicht, ja. Da unten vielleicht, ja. Hier so auf so einen Stein, dann sieht das so aus, als ob ich das gewollt hätte damals. Genau. Und ich glaube, ich nehme mir auch ich nehme noch ein paar Fetttropfen mit. Wir brauchen noch ein bisschen Fleisch. Da nimm auf jeden Fall das Messer mit. Nee, was da unten noch rein muss in diesen Futtertrog oder Futtergrippe.
Ja, aber jetzt nur so ein... Können wir ein bisschen Menschenfleisch reinhauen. Und Fitzelchen. Da muss ich meine Herzen kurz wegbringen. Mein tolles Schwert ist auch fast im Popo. Bring mir mal ein anderes noch. Wollen wir denn nochmal in dieselbe Ecke gehen oder wollen wir woanders nach Mitarbeitern suchen? Ich dachte, wir verbinden das mit der Suche nach B4, B5. Oh Gott, das ist ja da ganz hin. Dauert ja ewig, bis wir da sind. Die Abschaumtiefen? Oder wo wollt ihr denn? Irgendwo, wo es Schwefel gibt. Aber hier bei Gallamans Grab, da gab es doch auch Schwefel recht viel drin. Wo war ein Gallamans Grab? Nach Osten. Ah, Gallamans Wacht habe ich. Ach, da, das war ja. Genau, das war die mit King Kroko. Wir müssen ja nicht ganz reingehen, nur bis zum Schwefel. Dann lasse ich Robert dann draußen. Doch, können wir machen. Ich dachte mal, ich nehme so ein Tragetierchen mit. Ja, ich nehme Bansai wieder mit. Ach, du nimmst die Gazelle mit? Ja, das ist eine Killer-Gazelle. Die killt. Die hat eine Macke. Die ist ein bisschen krank. Die guckt zwar jetzt, bewegt sie ihre Augen. Die hat eine psychische Störung. Das war Robert, ne? Das war Robert, ja. Robert hat alleine 5 Löwen getötet. Im Schlaf. Mit den Hörnern die Hälse aufgeschlitzt. Der sieht ganz nett aus. Das ist aber hier ein ganz schlimmer Finger. Na dann. Da lang, okay. Aber ich nehme mal was zu essen mit für Robert. Ja, was du auch wissen musst, musst du bei Bansai aufpassen. Ne? Bansai und Robert dürfen nicht allein lassen. Robert hat einen absoluten Hass gegenüber Fleischfresser. Darum, wenn Bansai schläft, dann wird Bansai die Kehle aufgeschlitzt. Bansai reißt deinem Robert die Kehle raus. Robert, fass! Robert, fass! Robert, nicht so bockig! Danke, Bansai. Robert! Du kannst auch ruhig töten, wenn man dir zuguckt. Der schämt sich noch. Ja, ich merke das schon. Der tötet immer nur, wenn andere schlafen. Los, Robert, jetzt helf mir mal. Ich werde jetzt gleich angegriffen. Oder zu Weihnachten, ne? Robert, wo war dein Einsatz? Ja, du kannst ja mal mit dem Hackmesser. Da zwinkert er mich einfach an. Ja, nimm die doch mal mit dem Hackmesser auseinander. Hackmesser oder Heutemesser? Nee, Hackmesser. Heutemesser habe ich. Oh, ich habe Clown bekommen. Ich habe auch ein Hackmesser gefunden bei so einem Menschen. Ach, die Hyänen gehen echt einfach. Robert! Robert, komm! Robert? Ich glaube, Robert ist tot.
Tragen gut. Aha, pass auf, Robert ist eine Killermaschine. Ja, er starrt dich zu Tode. Er zwinkert mir süß zu. Ich sag ja zu Weihnachten, ne? Ich sag ja nur das Weihnachten der Tiere. Ah ja, das Hauspark. Was denn? Nicht so bockig, Robert. Hast du? Oh, hier sind Eier. Jo. Robert hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass du gekämpft hast. Danke, Robert. Jetzt hätte ich erst... Robert ist echt... Ist ein schneller. Sind übrigens da. Ja, oder? Ich war das nicht hier? Ja, doch, hier links, links weiter. Ich wollte diese Viecher nicht anlocken. Die geben aber gutes Fleisch. Ja. Du meintest doch, wir brauchen Fleisch. Na gut. Ich nehme Eier mit für den Festmahl. So. Wo ist denn der? Hast du den schon getötet? Ja, hier bei mir. Ach, ja. Da. Robert, hast du ein Problem damit, totes Fleisch zu tragen? Diese Fleisch und hier habe ich noch ein paar Arbeitsbienen. Hier ist noch Wildfleisch. Und irgendwie verschwindet das in seinem Inventar. Banzai, du wartest hier bitte auf mich. Das ist für dich. Leibeigene sind hier nicht zulässig. So, dann da. Bewacht. Brav. Was ist denn? Leib. So. Ich sehe gerade, meine Leuchtschleimfackel ist fast kaputt. Halt so, nur 30 Sekunden. Und, Achso, ist hier nicht zulässig, nicht zulässig, nicht zulässig, nicht zulässig, nicht zulässig. Nicht zulässig zu dicht neben einem anderen. Nicht zulässig, da. Wie, war das hier nur der eine? Scheiße, das war nur der eine Schwefelbrocken. Echt? Aber da unten ist Leuchtschleim. Nee, der war doch echt... Und da, nee, da ist doch mehr... Da ist doch ein Haufen drin gewesen. Hast du dich verwundet? Mein Leuchtstab ist kaputt. Aber da unten ist mehr Leuchtschleim. Muss ich nur ernten, dann kann ich meine Fackel retten. Mehr Knochen erforderlich. Oh, leck mich doch am Po. Schön dunkel hier. Ja, ich repariere gerade meine Fackel. Leuchtschleim! Ja, meine hält nur noch 2 Minuten. Wo waren denn hier der Schwefel? 2 habe ich schon. Ah, ein Bibi-Kroko! Hm? Wo? Ja. Ah, ich habe einen großen. Ist das schon. So. Das war's an Schwefel? Nee, hier ist doch was. So, ich habe 66 Schwefel gesammelt.
weiß nicht, ob in der nächsten Höhle noch was war beim King Kroko. Bestimmt. Eigentlich kann man dann wieder rausgehen. Ja, ich sehe Schwefel. Gut. Ganz viel. Wollen wir erstmal welche anlocken? Leuchtschleim. Also ich habe auch, glaube ich, genügend Pfeile mit, dass wir King Kroko noch mal erledigen können. Ich muss nämlich auch noch den Kopf einer Bosskreatur beschaffen. Von daher... Ja, komm. Ah, warte, da sind noch zwei normale Kroko. Oh, King Kroko kommt. King Kroko! Lass mich hoch. War zuerst hier. Ich glaube gar nicht. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ja. Ein ganz schön großes Maul, der Typ. Habe ich noch Giftpfeile dabei? Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe noch 5 Stück. Hat er nicht gekriegt? Ja! Warum kommt er hier hoch? Weil ich zu weit unten war. Ich will im Bett bitte spawnen. Die haben unsere Betten nicht aktualisiert, ne? Bett geht aber. Ich bin in unserer Unterkunft gespawnt. Alles gut. Alte Kacke. Da passt man einmal nicht auf. Ja, ich glaube, der könnte mich hier auch gleich abgreifen. Das war ein bisschen... Gut ist das hier nicht so weit weg. Nackte Mathilde ist on the way. Lauf, Forest, lauf! Ich habe hier eindeutig zu viel Pfeile, Feinde. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Soll ich Banzai mit reinnehmen? Nee, das sind draußen. Ich möchte nicht, dass ein Tier stirbt. Oh, es sind nur noch zwei kleine Krokodile da. Cool. Ich bin auch fast da. Er ist immer noch bei 50%, aber mir gehen so langsam die Pfeile aus. Im Zweifelsfall sind in meinem Kadaver noch Pfeile. Da traue ich mich jetzt nicht hinzugehen. Okay. Hallo Banzai, hallo Horst. Nee, ist ja gar nicht Horst, das ist Robert. Genau, das ist Robert. Beleidige den nicht. Ui, ist das dumm hier. Wie die La... Der kommt in deine Richtung. Der rennt raus. Ja, der geht irgendwie rückwärts. Achtung, der King Kroko könnte gleich zurückkommen.
bleibt er denn? Keine Ahnung. Hm, ich nehme eine andere Position ein. Komme ich da nicht hoch? So. Nein, das war falsch. Weil ich sehe ihn jetzt auch nicht. Hm. King Kroko, wo bist du? Da ist er. Lock ihn an und komm zurück. Ja, der hängt irgendwie fest. Der hat sich irgendwie festgeklünscht. Hm. Ich glaube, du kannst dazu kommen. Jo. Ist tot. Guck ich mal, ob ich den Kopf kriege mit der Axt. Nee, schade. Ah, jetzt können wir Schwefel holen. Jo, ich sehe gerade, ich hätte auch den Kopf einer Boss-Kreatur beschaffen müssen. Habe ich auch noch offen. Ja, ich auch. Und Leuchtschleim, Leuchtschleim, Leuchtschleim. Aber dann wissen wir, das hier ist kein Problem mehr. Ah, trotzdem sollte man da vielleicht doch mal Giftpfeile mitnehmen. Dann geht das ein bisschen schneller. Ja. Ich frag mich, ob das eine Tür ist, die auch nochmal aufgeht. Ja, könnte ich mir vorstellen. Sieht so aus, ne? Komm mal her. Soll ich dich mal opfern? Nee, danke. Ich war gerade schon tot. Das ist doch eigentlich mein Job und das. Ich habe echt nicht viel Schwefel. Du. Also ich habe gut 100 Schwefel gesammelt. 66. Ist ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel das Stahlfeuer so aushält. Aber gut. Aber immerhin, also sind. 160 Schwefel haben wir dann hier schon mal her. Ja, das ist doch auch nicht schlimm. Ist auf jeden Fall relativ nah. Ja. Ist doch okay und immer wieder ein nettes Training. Na, vielleicht finden wir irgendwann noch eine bessere Stelle mit Schwefel. Ja. Banzai! Ich hab was zum Tragen für dich. Also so ein Geist. Nerviger Geist. Hier, du darfst den Schwefel tragen. Aber nicht den Kokoschlüpfling. Nein, nein, nein. So. Hm. Verstehe das Inventar nicht. Bei mir, ich habe ganz viele Slots, jetzt habe ich Salze reingepackt und die Salze sind jetzt weg. Keine Ahnung. Vielleicht hat das Tier die gefressen. Ach so. Aber Ernährung ist eigentlich nur Pflanzenfaser und schattengewürzte Pflanzenfaser. Hm. Wo ist denn dein Banzai? Will er noch ein bisschen Arme haben? Magst du Arme? Yam yam Arme für dich. Und hier ein bisschen Wildfleisch. Mmh. So. Das Wildschweißfleisch atmet Banzai weg, du. Ja, wenn wir hier sind, was haben wir hier noch so zu tun? Hier bei Gallamans Wacht, da war das nicht so eine Stelle, wo Idioten gebetet haben? Wo wir Leute da... Ja, da könnten wir mal gucken. Banzai, folge mir. Genau, da oben, ne? Ja, ich glaube hier irgendwo links hoch, ne?
Dann müssen wir nur im Zweifelsfall unsere Tierchen zurücklassen. Weil, wenn wir die niederknüppeln wollen, ist blöd, wenn die Tierchen die töten. Ja, die Tiere würden die dann fressen. Gerade meiner. Ja, deiner. Da oben. Genau da oben. Der Killer-Robert. Hm? Kampfmusik? Oh! Robert! Danke, Robert. Du hast ihn abgelenkt. Heinrich? Ja, ich wurde von der Spinne angegriffen. Da bist du. Hm. Wir sehen uns oben. Wo bist du? Ach, da oben. Da ist auch eine Spinne. Mhm. Ich habe jetzt eine Abkürzung genommen. Ich bin mal gespannt, ob Robert mich findet. Robert! Da bist du ja. Banzai, du musst jetzt hier bitte warten. Ich komme gleich. Ich habe hier nur ein bisschen Kohle. Du bewachst hier Banzai, ne? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. So. So, ich lock schon mal den ersten an. Ich gucke, was das für einer ist. Ja, mach das. Oh nein, ich habe mein Segnungskreuz nicht dabei. Oh. Tut mir aber leid. Ja, das ist echt blöd, weil mir fehlen noch zwei Sieg. Oh, Banzai, ich habe gesagt nein. Okay, ist sowieso nur ein Lama-Kämpfer. Banzai, wir müssen dich ein bisschen weiter wegstellen. Ja, bring ihn mal zu Robert. Bring ihn noch weiter weg. Banzai, bleib hier. Genau, da ist auf jeden Fall, das sieht nach einem Priester aus. Ein Jog, Erzpriester. Glaubt hier jemand an Jog? Egal, mitnehmen. Alter! Zerkrüppelt mich ja ganz schön. War Jogpriester. So. Siehst du ihn? Bei mir ist er in den Boden reingeplumpst. Ja, nee, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Gut. Dann zieh ihn gleich. Aber mal. Da sind zwei. Der eine ist, scheint ein Kämpfer zu sein. Ja, den können wir erstmal töten. So, und das hier? Zimmermann haben wir schon. Außerdem nur Level 1. Meine Herzen. Ja, ja, ist gut. Ich habe meinen Segnungsding eh nicht dabei. Ich segne euch. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Die lagen noch zwei. Hast du das? Gab's hier nicht noch eine Truhe? Ne, die Truhe habe ich gerade geplündert. Gut. Ah, ich sehe noch einen. Hey du! Wir greifen dein Lager an. So, brauchst du ihn doch? Ah, sieht aus wie Krieger 1. Nö, 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 nö. War ein Langweiler. Also ich hab ein Priesterchen jetzt an der Angel. Wie bitte? Ich hab ein Priesterchen jetzt an der Angel. Ja, dann nimm mal den Priester und so, ja. Geh nach Hause. Gut, ich hole Banzai. Ich hole Robert. Banzai.
Und hier ist noch überall Kohle. Ich glaube, nehme ich ein bisschen Kohle mit. Bist du Robert? Ah, Robert. Folge mir. Komm, wann seid ihr? Wir gehen hier lang. Da gehst du lang? Dann komm ich mit. Ja, ich gehe hier lang. Oh, ich verdurste. Das ist nicht gut. Ich hoffe, ich komme hier auch irgendwann runter. Ah, also, wo kommst du denn her? Spinnies. Ah, hier geht's runter. Alter, Überraschungskroko. Oh, hier oben? Ja, ich bin überrascht. Darum Überraschungskroko. Ach, jetzt greifst du an. Jetzt, du bist ja, du bist sowas von hinterfotzig. Jetzt, Alter. Jetzt kommt auch hier eine Spinne. Alter, Robert. Robert im Blutrausch. Robert im Blutrausch. Robert kämpft? Ja, jetzt auch gegen Steine. Also erst greift er die Krokoleiche an und jetzt kämpft er gegen Steine. Okay, er ist echt gut. Das ist ja ein Psychopath ist das. Robert, komm. Jetzt muss ein Psychopath sein, wenn er Steine und Leichen angreift. Robert. Robert. Hallo. Boah. Ach, da bist du ja. Mann. Nein, ich hab mich festgewollt. Naja. Ja. Kackspinnen. Banzai, komm mal her, du musst mir etwas Kohle abnehmen. Na komm, lass uns doch weiter, die doch so viel. Was ist hier schon wieder irgendwas, das kämpfen will? Ach, das sind normale Steine. Ach, da ist noch eine. Aua! Ja, normale Steine können wir auch gebrauchen. Ja, aber da gehe ich so nochmal los. Ja. Komm, sei, lass uns nach Hause gehen. Nein, wo ist mein Priesterchen? Ach, Gott sei Dank, du bist noch bewusstlos. Oh, Robert ist verwundet. Hey! Geht's wieder? Ach Mist, hier komme ich ja gar nicht runter. Ja, Banzai, friss ruhig. Alles gut. Oh, oh, aber was haben wir denn da? Was haben wir denn da für eine Höhle? Eine Höhle? Wo? Ja, hier ist eine Höhle. Oh! Wo bist du denn? Oh, okay, ja, gucken wir uns nächste Folge vielleicht an. Ich merke mir, wo das ist. Ich will nur meinen Jugendpriester hier nicht verlieren. Okay. Okay, ja, kann ich mir merken, kann ich mir merken. Beziehungsweise, ich bringe diesen Typen hier einmal schnell weg und dann gehe ich da nochmal hin, damit ich das markiert habe. Ich schlag daneben, das gibt's doch nicht. Geht doch. Ja, Koko, willkommens Ritual.
Sehr schön, der Priester ist drin. Ach ja, und ich habe ja noch ein Baby-Koko, deswegen bin ich ja so belastet. Frage ist, passt da jetzt noch einer rein? Noch ein Sklave. Aber wir haben ja gerade vier in der Mache dann eigentlich, ne? Einem alten, glaube ich, noch. Also der Tierpferch ist jetzt auf jeden Fall voll. Achso, weil hier ist gerade noch so ein Babyhygiene, die mit will, aber der bleibt hier. Ja, wir haben ja noch eine Streifenhygiene da. So, jetzt bringe ich noch einmal fix hier was weg und dann renne ich nochmal da zu der Höhle, die ich gerade gefunden habe, damit ich das nicht vergesse, dass ich die einmal für mich markiere. So, Bansei, du brauchst mir jetzt gerade mal nicht mehr zu folgen. Ich will ja nur einmal ganz kurz hingehen. Und auch nur, damit ich es nicht vergesse. Genauere Betrachtung folgt in einer anderen Folge. Zum Beispiel in der nächsten, eventuell. Mal schauen. Man auf jeden Fall auch noch der Treppe hochbauen. Wo soll ich die Kohle hinpacken? Oder wo hast du die Kohle hinpacken? Ich habe so erstmal einen Feuerschalenkessel mit reingepackt. Oh, und ich Dödel hab schon wieder mein Segnungsding vergessen. Wer beschießt mich denn? Ach, da ist doch einer. Was haben wir denn hier? Zuflucht des Sünders. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Schwefel. Allerdings ist leider mein Spitzhacke fast im Pup. Ich guck ja trotzdem mal rein und nehme den Schwefel mit. Oh ja, hier sind noch mehrere Menschen, da bräuchte ich dann Heinrichs Unterstützung. Gut, wir haben es markiert, ist auf der Karte. Ja, kann man es nicht mal angucken. Jo. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Break und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.